Ja, hallo, ich bin Carsten und ihr seht mich mal wieder im Garten und das bedeutet, es gibt bestimmt wieder was zum Essen und zwar heute gibt es einen Klassiker, Schichtfleisch aus dem Dutch Oven und dazu habe ich noch im zweiten Dutch Oven ein leckeres Schmorkraut gemacht. Und wie das funktioniert und vor allen Dingen wie es schmeckt, seht ihr jetzt gleich im Video. Ist ja schon, was ich morgen vorhabe. Ich möchte ein leckeres Schichtfleisch machen und dazu habe ich hier mal vorbereitet, was wir dafür brauchen. Und zwar als erstes natürlich auch das Fleisch, weil Schichtfleisch. Ich werde es jetzt auch erstmal nur würzen und der Rest der Vorbereitung wird dann morgen kurz vorher geschehen. Also haben wir hier circa 2 Kilo Nacken, Schweinenacken für meinen 12er Dutch Ofen. Ja, und gewürzt wird das Zeug. Ich habe hier meine Würzmischung und zwar ist das eine leicht abgewandelte Magic Dust Rub und zwar habe ich es insofern ganz leicht abgewandelt. Ich sage euch mal, was da drin ist. Also da ist als erstes Paprika Edelsüß drin, dann haben wir Meersalz da drin, dann haben wir braunen Rohrzucker, also was ihr für euren Kaipi nehmen würdet. Habe es mir da hingeschrieben, alles kann ich mir einzeln nicht merken. Dann ist da Senfpulver drin. Chili-Pulver, beziehungsweise ich habe statt Chili-Pulver Cayenne-Pfeffer, nehme ich. Dann ist da Kumin, also Kreuzkümmel drin. Gemahlener Pfeffer, dann Knoblauchgranulat und als letztes mache ich immer noch da rein geräucherte Paprika. Also geräucherte Paprika ist ein ganz normales Paprikapulver auch, aber halt geräuchert. Und da möchte ich euch dieses hier empfehlen. Also ich finde es super. Von Pimenton. Das hat ein sehr, sehr starkes Raucharoma. Und also wer gerne Geräuchertes isst, der wird damit super zufrieden sein. Ich werde euch das Zeug mal verlinken. Also ich mache mir meinen Magic Dust, wie gesagt, meistens selber. Ich kann euch allerdings auch ganz gerne zwei Sorten mal verlinken. Unterm Video, wenn ihr gerne Fertiges kaufen möchtet, ist auch kein Problem. Ich werde euch da mal zwei empfehlen. Ansonsten mischt ihr euch selber an oder nehmt einfach ein Barbecue Rub eurer Wahl. Wie gesagt, ich mache es halt gerne mit Magic Dust. Ja, dann fangen wir ganz einfach an. Eine ganz einfache Geschichte. Hier ist das Fleisch, dann werde ich das jetzt einfach mal hier auf dem Teller würzen. Also das Fleisch ist in circa Zentimeter Stärke geschnitten oder sollte es sein zumindest und da wird dann einfach schön einmassiert der Barbecue Rub. Und dann kommt das Ganze erstmal wieder in die Schüssel. Achso, ja, das Rezept fürs Magic Dust schreibe ich euch natürlich einzeln noch unten in die Infobox zum Nachmachen, wenn ihr gerne möchtet. Alles noch leicht gefroren. Hatte letztes Mal ein bisschen zu viel und dann habe ich es halt eingefroren.
Ich würde sagen, ich mache das mal fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe übrigens keine Handschuhe an, weil ich Angst habe, das Fleisch anzufassen oder so. Es ist einfach nur mit den Gewürzen, ist es halt dann doch angenehmer. Ja, dann habe ich hier das Fleisch fertig. Das geht dann jetzt bis morgen in den Kühlschrank. Und die restliche Vorbereitung seht ihr dann auch morgen, wenn ich den Dutch Oven bestücke. Also, bis morgen. Ja, guten Morgen. Also gestern haben wir ja das Fleisch eingelegt und ja, dann zeige ich euch jetzt, wie es weitergeht. Also, was brauchen wir dann jetzt für unser Schichtfleisch? Als erstes natürlich ein Dutch Oven. Dann das nächste Gemüsezwiebeln. Die können ruhig schön dick geschnitten sein. Und dann das nächste grob geschnittene Paprika. Ich nehme mir gerne die spitze rote. Dann brauchen wir 3 Packungen Bacon. Oder 2 bis 3, also das ist ein bisschen auch Geschmackssache. Dann habe ich hier von Longhorn die Sweet and Spicy Barbecue Soße. Ihr könnt da natürlich jede Barbecue-Soße nehmen, die ihr gerne möchtet. Bleibt euch überlassen. Und last but not least, das Fleisch, was wir gestern schon gewürzt haben. Ja, hat über Nacht schön mariniert. Ja, und das Erste, was wir machen, ist ganz einfach, dass wir den Dutch Oven mit Backpapier auslegen. Und Backpapier meint jetzt in dem Fall mit dem Bacon. So, da habe ich noch ein bisschen Zubehör drin. Nehmen wir das mal raus. Hat schon eine schöne Patina, der Topf. So, dann legen wir mal alles an die Seite. Und dann geht's los mit dem Bacon, wenn ich es aufkriegen könnte. Achtet da bitte drauf, dass ihr einen Bacon nehmt, der nicht zu dünn geschnitten ist. Also ich hatte letztes Mal einen Bacon, der war sehr, sehr dünn geschnitten. Das hat keinen Spaß gemacht, aber der jetzt, der scheint ganz okay zu sein. So, und dann legt man den Bacon auf den Boden und zieht ihn so ein bisschen auch noch am Rand hoch. Quasi wirklich, als würde es sich hier um Backpapier handeln. Ich würde sagen, ich mache das jetzt mal hier zu Ende und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann haben wir jetzt den Topf schön mit unserem natürlichen Backpapier ausgelegt und dann geht es jetzt los. Also man kann sich den Topf auf die Seite stellen, wenn man es
vielleicht nicht ganz so hinbekommt, aber das geht auch so, glaube ich. Einfach, wir fangen jetzt an mit den Zwiebeln. Am Rand eine schöne Schicht Zwiebeln und ein Stück Fleisch. Und dann kommt jetzt hier die rote Paprika. Also man kann es im Originalrezept, es kommt keine Paprika vor, aber ich mag es ganz gerne mit Paprika. Schmeckt so ein bisschen feiner, würde ich sagen. Schmeckt mir ein kleines bisschen besser. So, da können wir dann schon zwei Stücke Fleisch nehmen. So. Ja, und dann geht es wieder weiter mit Zwiebeln. So, die Zwiebeln können schon ruhig in dicke Stücke geschnitten werden. Das macht gar nichts. So, und dann kommt wieder ein schönes Stück Fleisch. Und dann geht es hier wieder weiter mit Paprika. Jetzt habe ich den Rand abgerissen. Ja, und immer so weiter. Ich würde sagen, ihr habt bestimmt das System verstanden. Ich mache jetzt mal so weiter. Und wenn der Topf voll ist, dann sehen wir uns wieder. So, ja, das Fleisch ist dann soweit geschichtet und bevor wir da gleich nochmal einen Deckel aus dem Bacon drauf machen, kommt dann mal ein guter Schuss Barbecue-Soße darüber. Muss gar nicht allzu viel sein. Dann können wir hier die Baconenden nach innen schlagen. Weil dieser Topf ist ein bisschen höher. Da bleiben gar nicht so lange Baconränder. So, einmal nach innen geschlagen. Ja, und dann als letzten Teil der Vorbereitung einfach die Verpackung, die will aber nicht aufgehen. So, jetzt aber. So, als letzten Teil der Vorbereitung legt man dann ganz einfach nochmal mit dem Bacon oben einen Deckel drauf, wenn man so möchte. Zum einen, dass da oben nichts wappen bleibt. Und zum anderen natürlich auch für den Geschmack. Aber wenn ihr das riechen könntet jetzt schon, also das Fleisch, das über Nacht einmariniert wurde in dem Magic Dust, das hat schon einen ganz tollen Geruch. So, dann würde ich sagen, Deckel drauf und ab aufs Feuer. Wir sehen uns gleich draußen. Ja, da das heute irgendwie den ganzen Morgen geregnet hat, habe ich mir jetzt hier provisorischen Tarp über die Feuerstelle gespannt, aber werde die Kohlen aber nicht hier drunter vorglühen, weil
wenn ihr doch ein bisschen Glut spritzt, möchten wir das Tab ja nicht unbedingt kaputt brennen. Ja, warten wir mal, bis die Kohlen durchgeglüht sind und dann geht's los. So, dann die Kohlen sind vorgeglüht. Haben wir hier 18 Stück vorbereitet. Da kommen dann jetzt 6 nach unten und 9 nach oben. So, einen schönen Kreis gelegt. Und dann kommt der. Topf auf die Kohlen. Und wie gesagt, die restlichen 9 auf den Deckel. So, und jetzt bleibt das Ding ja so circa 2 Stunden, der kleine Topf, so circa 2 Stunden sollten reichen. Also nach 1,5 Stunden gucke ich mal das erste Mal rein. So, dann sehen wir uns nachher nochmal wieder. Ja, hallo nochmal. Also als zweites Gericht soll es dann heute Schmorkraut geben. Und wie das gemacht wird, das zeige ich euch jetzt. Und was braucht man dazu? Natürlich auch wieder einen Dutch-Ofen. Dann als erstes natürlich einen Weißkohl, also das Kraut, einen frischen, auf circa 1/2 Zentimeter geschnitten, braucht jetzt nicht zu fein sein. Dann habe ich hier noch einen Rest Zwiebeln vom Schichtfleisch noch übrig behalten. Ja, dann geht es hier los, Bacon zum Anschwitzen gleich. Dann also Esslöffel, 1,5 Esslöffel Tomatenmark, ein Lorbeerblatt, ein bisschen Kümmel, Pfeffer und Salz und zum Abschmecken so ein bisschen Ahornsirup und ja, einen Holzlöffel zum Umrühren. Ich würde sagen, ich schmeiße jetzt gleich die Kohlen an und dann sehen wir uns draußen wieder. Ja, so langsam wird der Topf warm, dann fange ich schon mal an mit dem Bacon, aber wird wahrscheinlich noch nicht heiß genug sein. Ah doch, so langsam kommt er. Schön klein geschnitten den Bacon. Den lassen wir dann jetzt erstmal anbraten. Er könnte ruhig noch ein bisschen heißer sein. Ja, das duftet hier schon. Vor mir hier der Bacon und hinter mir riecht man auch schon so ein bisschen das Schichtfleisch. Wahnsinn. So, ich würde sagen, ist jetzt genug ausgelassen. Können wir jetzt die restlichen Zwiebeln dazugeben, die wir noch über haben vom Schichtfleisch. Mal die Ringe ein bisschen rausdrücken.
Da hätte ich vielleicht doch nochmal durchschneiden können, aber egal. Wird schon werden. Mache ich jetzt erstmal kurz den Deckel drauf. Ja, zwischendurch mal ein bisschen umrühren. Aha. Und ich würde sagen, ich mache noch mal ein paar Minuten den Deckel drauf. Ja, und zwischenzeitlich fängt es wieder an zu regnen. Ich bin schon froh, dass ich das Tarp aufgespannt habe. Naja, schauen wir mal. Ja, durch den ganzen Wind habe ich natürlich einen höheren Kohlenverbrauch. Da unten ist der kleine Dutch. Die Kohlen, die sind schon recht weit runtergebrannt. Ich habe schon mal vorhin schon mal kurz nachgelegt. Ich denke mal, da werde ich wohl noch mehr nachlegen müssen. Ja, so langsam wird's was hier. So, und jetzt können wir dann auch schon mal langsam Tomatenmark dazugeben. Schön mit anschwitzen. Gibt dann leckere Röstaromen. Ja, riecht schon gar nicht so schlecht. Ah, kann ruhig schon mal ein bisschen Salz dran. Noch mal ein paar Minuten Deckel drauf. Geben wir dem Ganzen auch schon mal ein bisschen Oberhitze.
dass der Deckel sich schon mal langsam erwärmen kann. Ich denke mal, ich werde jetzt eh noch mal ein paar Kohlen anzünden. Weil da komme ich, glaube ich, mit beiden Dutch-Öfen noch nicht hin. So, ich habe noch mal ein paar Kohlen nachgezündet. Ja, so langsam kommen die Zwiebeln dahin, wo sie hin sollen. Könnte ruhig noch ein bisschen heißer sein, aber naja, ist schon in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. Jetzt kommt Kraut dazu. Ist noch ein bisschen widerspenstig, das Zeug, aber ist normal. Machen wir erstmal nochmal den Deckel drauf. Ach ja, und das Lorbeerblatt können wir auch schon rein. Und den Kümmel können wir auch schon reintun. Und dann lassen wir das Ganze noch mal vor sich hinziehen, würde ich sagen. So, jetzt sind wir ungefähr bei 1,5 Stunden. Würde ich sagen, schauen wir mal, was das Schichtfleisch macht. Boah, wenn ihr das riechen könntet. Da ist noch ein bisschen viel Flüssigkeit, aber wir sind schon auf einem guten Weg, würde ich sagen. Ja, dann schauen wir doch mal, was das Kraut macht. Aha, es zischt. Ah, jetzt wird es auch schon langsam ein bisschen weicher. Geht jetzt ein bisschen zusammen. Ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg, aber jetzt braucht das Ding erstmal ein bisschen Hitze. Deckel wieder drauf. Ja, wie man sieht, ist das Kraut jetzt schon langsam zusammengefallen oder ist gerade dabei, schön zusammenzufallen. Ja, riecht auch schon gut. Dann wird es jetzt noch mal Zeit für ein bisschen Salz. Natürlich ordentlich Pfeffer. Kann ruhig ordentlich was dran. Einmal schön umrühren.
Und dann machen wir mal einmal Rum und Schuss Ahornsirup dran. Leichte Süße verträgt das Kraut ganz gut. Und dann wieder den heißen Deckel drauf. Brauchen wir aber noch. Ja, und wer bis jetzt dran geblieben ist, der will sicherlich auch wissen, wie es schmeckt. Das Schmorkraut hat noch ein bisschen Biss. Aber lecker, lecker gewürzt. Und dann schauen wir mal, wie das Fleisch geworden ist. Butterzart, ein bisschen Raucharoma, ganz leichte Schärfe. Super, super lecker. Die Kombination mit dem Kraut, hervorragend. Ja, dann haben wir gleich noch ein bisschen Kartoffelstampf dazu. Und ich würde sagen, mehr braucht man nicht. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, was ich heute gekocht habe. Und vielleicht habt ihr ja mal Zeit und Lust, das nachzukochen. Schreibt es mir in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Also mir gefällt es auf jeden Fall super. Ich sage da mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und jetzt muss ich essen gehen.